So, soweit bin ich jetzt. Hier habe ich die Nadeln von der unteren Kante und da habe ich sie versetzt nach innen, denn den Dreh brauchen wir gleich, um den Scharlützeneffekt zu kriegen. Bis gleich. So, man gehe also von unten mit der Hand jetzt hier rein. Gucke zu, dass man keine Maschen verliert. Jetzt das Ganze nach innen ziehen. Das ist ein bisschen fummelig jetzt. Für mich auch, wie ihr seht. Aber das müssen wir jetzt irgendwie hinbekommen. Mal schauen, wo jetzt hier. Ah ja, da ist die Nadel. Wunderbar. So, das also mal ein bisschen hinfummeln hier, machen und tun. Und das dann auch so jetzt hier mal hindrehen, dass es auch alles ja ein bisschen ordentlich aussieht. So. Ich muss jetzt hier schauen, dass ich das hier alles ein bisschen akkurat, was gar nicht so einfach ist gerade, hinkriege. So, denn ich möchte ganz gerne haben, dass diese Nadeln hier quasi auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite sind, damit ich hier den Effekt auch zeigen kann, mit euch hinkriege. So, aber ich glaube, so ist das ganz okay. So, hier ist also das runde Ende von der ersten Hälfte. Hier ist die zweite Hälfte, die wir gerade nach innen gedreht haben. Jetzt müssen wir dieses Ding hier da hindrehen zu der anderen Nadel. Hierhin. Na, bleib hier auf der Nadel. Sonst gibt es gleich eine Katastrophe. So, das ist quasi jetzt der Effekt, den wir dann bekommen, dass wir halt hier dann auch ja, Mützchen kriegen. Ist ja alles auf. Ich sehe doch keine Mütze. Ich muss das noch mal hier retour machen und gegebenenfalls einfach noch ein paar Maschen weiter stricken, weil das ist mir hier zu wenig für den Effekt. Bis gleich. So, ich kann das nicht anders machen als so, wie ich es jetzt habe. Ihr seht es ja, wie ich es machen möchte. Jetzt drehe ich das ganze Ding mir so hin, dass das hier die Nadeln aufeinandertreffen. Und ich hoffe jetzt ganz einfach mal, dass daraus eine Mütze wird. So, als nächstes müsst ihr schauen, welche Nadeln, diese zum Beispiel, die geht mal in Deckung, dass da hier nichts passieren kann.
denn wir brauchen nur diese und diese Nadel. Diese hier muss auch verschwinden. Zack. So, und jetzt müssen wir uns einen ewig langen Faden rausschnibbeln. Wenn ich jetzt wüsste, wo der Faden ist. Ach da, alles gut. So, der muss also jetzt wirklich richtig, richtig lang sein. Richtig lang. Damit wir hier auch ganz gemütlich um die, ja, der Länge nach, um die Runden kommen, ne? Also ihr seht ja, wie viel ich jetzt hier schon rausziehe. Ob ich das gleich vernähe, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Ich versuche es zu vernähen. Und so. Das reicht mal hoffentlich. Und trotzdem schnibbel ich das dann hier. Wo ist der Faden jetzt? Da. Noch mischen dazu. Ab. Damit, zack, da nichts mehr passieren kann. Holen mir jetzt den Faden raus und hoffe, dass ich jetzt klarkomme mit dem, was ich hier mit euch machen möchte. Erstmal müssen wir uns jetzt eine Nadel holen. Wartet mal. So, Nadel ist vorhanden. Jetzt geht's hier los. Ich hoffe, es klappt. Wird nicht so ganz einfach für mich, sag ich gleich dabei. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ach da. Also. Wir fangen an von der linken Seite. Und jetzt ganz vorsichtig hier alles ohne Knötchen durchziehen, durch die Masche. Ich bring mal dieses Chaos hier in Ordnung. So, Chaos beseitigt. Es ist nicht einfach. So, jetzt muss ich noch mal eben gucken hier. Die Masche muss nämlich jetzt hier runter. So, und jetzt gehen wir hier auch rein und hoffen, dass wir jetzt kein Chaos mehr bekommen. Alles glatt durchläuft. Tut es nicht. Das ist das, was ich gar nicht mehr gut finde. Was einem echt den Spaß an der ganzen Klamotte hier verdirbt. So schön, wie es auch ist. Aber ihr seht es ja, was hier so passiert, ne? Und wieder Chaos beseitigen. So, mittlerweile habe ich es geschafft. Diese Masche muss auch von der Nadel runter.
und dann hier so ziehen. Warum ich den Finger dazwischen lasse, damit das hier elastisch bleibt. So, tief durchatmen und zur nächsten Masche. Von links nach rechts einstechen. Pause. So, liebe Leute, ich habe mich jetzt dazu entschieden, das Ganze hier miteinander zu verbinden und zwar zu häkeln. Ich habe jetzt gerade die Schnauze voll vom Nähen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Das hier geht wesentlich schneller. Auch wenn es da eine Kante gibt, das ist mir jetzt gerade egal. Weil das ist ja hier mehr Zeitaufwand mit der Näherei als alles andere. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hier überhaupt die Masche finde. Gar nicht so einfach alles. Gehen wir eben nach hinten durch. Irgendwie kriegen wir das jetzt hier schon geregelt. Da halte ich mir den Mittelfinger rein und fertig. So, beide Maschen von der Nadel runter. Zack. So, und so mache ich das jetzt die ganze Zeit, bis ich hier alle Maschen miteinander verbunden habe und auch gleichzeitig abgekettet habe. So, den Rest mache ich jetzt mal ohne euch und komme dann gleich wieder mit einem Tragefoto, Video, wie auch immer.